Auf der offiziellen EA-Seite gab es wieder eine interessante Stellenausschreibung, die auf eine neue Erweiterung sowie einen ungefähren Release-Zeitpunkt schließen lässt. Mehr dazu in diesem Video. Am 4. Februar, also schon vor 2 Wochen, wurde wieder eine neue Jobausschreibung zu den Sims geteilt. In dieser wurde nach einem Audiobearbeiter gesucht, welcher das Sims-Team beim Fertigstellen einer neuen großen Erweiterung für die Sims 4 unterstützen soll. Es ist natürlich klar, dass die Entwickler schon fleißig an den nächsten Inhalten sitzen, aber dass es so schnell gehen wird, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Eine ähnliche Stellenausschreibung wurde schon für die Andi-Uni-Erweiterung im Juli 2019 geteilt. Das Pack ist dann im November desselben Jahres veröffentlicht worden. Wenn man dies so auf die 9. Erweiterung übertragen würde, könnten wir vielleicht schon im Juni eine neue Erweiterung für die Sims 4 erhalten. Diese Rechnung ist natürlich etwas ungenau, allerdings ist die Tonaufzeichnung auch immer einer der letzten Schritte bei der Produktion eines Packs. Wir können also weiterhin gespannt bleiben. Was würdet ihr euch für einen Erweiterungspack-Inhalt wünschen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.